ist ja schon spannend, wenn jemand, der so im öffentlichen Leben steht, auch so öffentlich über einen Burnout spricht. Und damit wollen wir anfangen, nämlich mit 36 Jahren lief super und eigentlich auch wieder nicht, ne? Also es war alles wunderbar. Ich hatte eine Beziehung, ich habe wirklich viel gearbeitet und es hat mir aber immer großen Spaß gemacht. Und dann hatte ich irgendwann eines Morgens, wache ich auf und hatte zwei Düsenjäger im Ohr. Also es war wirklich, ich darf es mal kurz vorführen, ohne Mikro, ungefähr so laut, in beiden Ohren. Und daraufhin war ich also bei einem Arzt, der sagte, ja, da gewinnen sie einer dran, kriegen sie ein paar Kinder, die übertönend ist. Da kann die Schulmedizin nichts machen. Und dann habe ich gedacht, also das war es jetzt, ich werde nie wieder glücklich sein. Und ich konnte auch überhaupt nicht mehr schlafen, hatte da aber direkt, ging es los mit Sissi die Perlinger Show, 13 Folgen in Bremen. Und das wollte ich natürlich auf keinen Fall absagen, weil es gab ja sowieso keine Hilfe. Und dann habe ich dort aber Gott sei Dank den Klaus von Haag getroffen, der die Bremer Gesundheitswerkstatt geleitet hat und der mir autogenes Training beigebracht hat. Und damit habe ich dann ein Jahr lang überlebt. Also ich habe in jeder freien Minute das gemacht, weil ich nachts ja überhaupt nicht schlafen konnte. Und habe dann diese 13 Folgen gedreht und habe dann noch einen Kinofilm gemacht und dann habe ich noch meine CD fertig aufgenommen und auch mein Buch fertig geschrieben und dann bin ich in Therapie gegangen. Und da sagte mein Therapeut einen Schlüsselsatz, er sagte, du bist das Wichtigste in deinem Leben. Immer wenn ich eine tolle Rolle angeboten bekommen habe, dann habe ich gesagt, Mensch, aber diese Rolle, diese Chance, das muss man doch wahrnehmen. Und mein Freund hat gesagt, ja, aber wir hatten da doch einen Urlaub geplant. Da habe ich gesagt, Urlaub kann man immer machen, aber diese Rolle, das ist ja unser Wahnsinn. Und so ist mir natürlich dann im Laufe dieser Karriere sowohl mein Freundeskreis als auch meine Beziehung und auch dann ich irgendwann mal weggebrochen. Die Balance zwischen Input und Output muss man erhalten, um gut zu bleiben. Ich habe dann auch das, was ich gemacht habe, nicht mehr wirklich gut gefunden. Ich habe mich selber im Fernsehen gesehen und dachte, meine Güte, die Frau sieht schlecht aus, übermüdet und die Witze sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Ich hatte ja gar nicht mehr, ich war wie ein Schwamm, der ausgewrungen wurde und immer mehr und mehr und irgendwann mal muss man aber sich auch wieder vollsaugen können. Und ich kann nur jedem total empfehlen, guckt euch bei allem, was ihr macht, an. Ich habe immer gesagt, ja, hey, das könnte da ja noch reinpassen, weil ich habe ja noch 3 freie Tage im Terminkalender. Und guckt euch an, wo bleibt ihr im Terminkalender? Ihr seid die Chefsache. Dann die Beziehung, dann die Familie und vor allem auch die Freunde und die Hobbys und all das, was euch wirklich was wert ist. Wir haben ja jetzt in diesem Jahr das Thema Lebensdesign. Mhm. Und wenn wir sozusagen ohne die krasse Erfahrung, die Sie gemacht haben, von außen auf uns drauf gucken, wie können wir das schaffen? Also wie können wir es schaffen, uns nicht mehr so zu stressen? Wie können wir es schaffen, tatsächlich zu Architektinnen, selbstbewussten, selbstbefreiten Architektinnen unseres Lebens zu werden? Es gibt dazu ein paar ganz, ganz interessante Bücher. Es gibt zum Beispiel eine amerikanische Therapeutin, Jean Shinoda Bowlen, die hat im Laufe ihrer jahrzehntelangen Arbeit mit der griechischen Mythologie herausgefunden, dass sich sehr viele Archetypen auf die griechische Mythologie zurückverfolgen lassen. Und für mich war das ein unfassliches Schlüsselerlebnis, weil ich schlug dieses Buch auf und lese, es gab vor 2500 Jahren oder eigentlich noch länger, weil sie ist eine wirklich alte Göttin, die Göttin Artemis, die hat sich immer in Leopardenfelle gekleidet. Sie hat zu ihrem Vater Zeus gesagt, ich möchte weder heiraten noch Kinder kriegen, mein wichtigstes Gut ist die Freiheit. Sie ist immer im Wald rumgestromert, war zuständig für Riten und also sie war die hohe Priesterin, sie kam in die Städte, hat in den Tempeln die Riten abgehalten, Tanz und Gesang angeführt und ist dann wieder in die Wälder verschwunden, hat dort die Kräuter gesucht. Also sie war das, was später die Hexe wurde. Jetzt gibt es Frauen, die sind aber komplett in ihrer gesamten Struktur, ich habe es wirklich erlebt, weil ich hatte so eine Mutter. Meine Mutter war eine totale Hera. Die hat nur für ihren Mann gelebt, für ihre Beziehung, für diesen Mann zu fördern. Die war darin glücklich. Es gibt Frauen, die sind total glücklich, hinter ihrem Mann zu stehen und den scheinen zu lassen und alle anderen Frauen wegzubeißen. Das ist Hera. Dieses Buch ist hochinteressant, gibt es auch für Männer. Jeder
auch Männer haben verschiedene ganz, ganz typisch ausgeprägte Archetypen. Wir gehen auch im Laufe eines Lebens durch verschiedene Phasen. Aber das sind ganz wichtige Dinge. Und ich glaube, bevor man zum Beispiel jetzt beschließt und sagt, ich will jetzt Karriere machen, sollte man eigentlich sich darüber klar werden, warum? Will ich Papi was beweisen? Will ich eigentlich in Wirklichkeit Mutti gefallen? Will ich in Wirklichkeit Komplexe, die ich habe, meinen Freundinnen gegenüber kompensieren, indem ich jetzt sagen kann, ich habe aber das mehr auf dem Konto als du? Das wären alles falsche Motivationen. Sondern wenn ich mich auf so einen Weg begebe, dann sollte es wirklich stimmig sein mit dem, was mein Kern, mein wahres Selbst ist. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, bevor er sich wirklich hinsetzt und sagt, ich unterschreibe jetzt einen Vertrag, ich nehme jetzt einen Kredit auf, ich werde jetzt mir ein fettes Auto kaufen für Geld, das ich gar nicht habe und mich für die nächsten 30 Jahre versklaven. Jeder Mensch, der solche Entscheidungen für sich trifft, sollte sich erstmal darüber klar sein, wie sehr es wirklich seinem wahren Selbst und dem, was wirklich als Kernbotschaft in ihm steckt oder als Kernberufung in ihm steckt. Manchmal ist man total zuversichtlich, das schaffe ich und das wird toll und dann plötzlich, oh mein Gott, das wird mir alles zu viel und Ding. Und irgendwann pendelt man sich dann ein und irgendwann, wenn man die Augen offen lässt, da laufen einem dann auch Zeichen über den Weg. Wir sind alle geführt. Und je mehr wir uns darauf konzentrieren, dass wir oder daran glauben, dass wir geführt sind, umso mehr werden wir Zeichen erkennen lernen. Ich bin wahnsinnig geführt von jedem Schritt zu Schritt. Jeder Mensch, der mir begegnet und was sagt, sage ich, stimmt, das war eigentlich genau die Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Ach, da liegt ja genau das, was ich gerade brauche. Ist ja der Wahnsinn. Das ist, wenn man, je bewusster und achtsamer man wird, umso mehr spürt man, dass man geführt ist. Und wenn man merkt, dass viele Widerstände sich auftun, wir haben einen völlig falschen Glaubenssatz eingeprägt bekommen, der sagt, der rechte Weg ist stornig und hart und steil. Das ist völliger Quatsch. Wenn man auf dem rechten Weg ist, öffnet sich alles und es wird alles leicht. Und es fällt einem alles entgegen. Ja, danke.